Am 23. Spieltag der 1. Regionalliga West galt es nun, die Energie aus dem Überraschungssieg am letzten Wochenende gegen den TVI mitzunehmen. Die Werestädter traten auswärts gegen den Liga-Primus aus Münster an. Ein Spiel mit einer klaren Rollenverteilung auf dem Papier. Nach gewonnenem Sprungball fand die BBG jedoch schnell in ihren Rhythmus und konnte sich eine kleine Führung erspielen, ehe auch Münster ins Spiel fand. Es gestaltete sich entgegen der Erwartungen vieler ein offenes Spiel mit einer kleinen, aber wichtigen Führung für die Herforder. Münster spielte erwartet stark auf, doch die Defense der WWU war zumindest im ersten Spielabschnitt noch etwas löchrig und so konnte man durch effektives Teamspiel und eine hohe Intensität mit einer 30:25 Führung gegen den Liga-Ersten mehr als zufrieden sein. Im zweiten Spielabschnitt war es das Team aus Münster, welches zuerst ihren Rhythmus durch einfache Punkte am Brett finden konnte. Doch das gute Teamspiel, gepaart mit entschlossenen Bewegungen zum Korb, hielt die BBG und ihre Führung im Spiel. In dieser Phase des Spiels fiel auf beiden Seiten beinahe jeder Wurf. Die vielen Aktionen auf beiden Seiten ließen das Basketballerherz jedes Zuschauers höher schlagen und man konnte sich sicher sein, die Partie des Wochenendes hier zu sehen. Trotz eines kleinen Rückstandes von 4 Punkten auf den Gastgeber war die Partie alles andere als entschieden am Ende des zweiten Viertels. Die hohe Intensität der ersten Hälfte trug sich auch in die zweite hinein. Starke Aktionen auf beiden Seiten führten zu einer weiterhin ausgeglichenen und spektakulären Begegnung. Wenngleich die Defense auf beiden Seiten deutlich stärker spielte, so konnte der offensive Rhythmus beider Mannschaften nicht entscheidend gestört werden in dieser Phase des Spiels. Das gezeigte Teamspiel auf beiden Seiten war an diesem Abend einfach eine Klasse für sich und der so entstehende Rhythmus führte zu spektakulären Treffern auf beiden Seiten. Im letzten Spielabschnitt war es zuerst die BBG, welche die Führung des Gastgebers schrumpfen ließ. Durch einen kleinen Lauf zwischenzeitlich sogar in Führung fand nun Münster jedoch einen kleinen Funken Restenergie und konnte so das Spiel unter seiner Kontrolle behalten. Dennoch war das Teamspiel der BBG an diesem Abend entscheidender Faktor dafür, dass der Liga-Primus sein Bestes zeigen musste, um gegen die Männer der Werestadt anzukommen. In den letzten Minuten der Partie behielten sie jedoch einen kühlen Kopf und trotz eines guten Passspiels seitens der Herforder konnte man auch von der Linie erfolgreich verwerten. So verliert man am Ende zwar mit 89:94 gegen die WWU Baskets aus Münster, doch kann man mit der gezeigten Leistung trotzdem mehr als zufrieden sein. Anbei noch die Zahlen der Partie im Überblick.